Hallo und herzlich willkommen bei einem kleinen Statusbericht. Ja, ich bin immer noch am Leveln, jetzt 41. Und ja, es geht sehr, sehr lange. Ich habe einfach das Gefühl, ich kann längere Zeit kein Video bringen, wo einfach Content bietet. Deshalb mache ich jetzt eher kleinere Videos. Dafür dann, wenn ich den Bildschirm habe, mehr Livestreams, wo ich auch ein bisschen mit euch zusammen plaudern kann und so weiter. Der ist immer noch dort, da, der Golem, der fliegt. Der fliegt echt hoch. Ja, und deshalb spiele ich jetzt auch nicht so oft, weil eigentlich gar nichts los ist in der Warzone. Die Alsen haben Angst. Die Ekken sind einfach nur nervig, weil sie so viele sind. Und die Syrten sind überall verstreut, da habe ich keine Chance, irgendwelche Dingfer, ja, einfach Killpoints abzustauben oder so. Und weil die ganze Gilde eigentlich keinen Bock hat, auf mit mir ein bisschen, ja, auf Wandertour zu gehen, es gehen immer nur Einzelne oder machen immer nur die Instanzen und so, deshalb kann ich da auch nicht mit und deshalb mache ich jetzt einfach hier ein bisschen, weil der Strand auch voll ist, weil alle meinen, sie müssen gleichzeitig wie ich leveln. Auf gleichem Level und so. Ist jetzt echt ein bisschen doof, aber das sind, ja, das ist einfach schuldig den Entwicklern, dass sie nicht mehr Gegner einfügen. Ich finde kaum diese Schamanen und Werwölfe. Es gibt eigentlich kaum hier. Ich dachte, es sind viel mehr. Aber irgendwie sind es nicht viel mehr. Es ist einfach nur langweilig. Deshalb nehme ich noch Steingolems dazu, damit ich noch ein paar Edelsteine bekomme. Aber ja. Ist mir ein bisschen zu langweilig. Deshalb heute auch wieder nur ein kleiner Statusbericht, also der erste. Aber ja, ist natürlich wieder nicht so gut angekommen, das Video, wo ich gesagt habe, ja, wieso geht ihr auf kleinere los? Nur weil ich Videos mache, müsst ihr nicht auf mich losgehen. Wenn ihr keinen Spaß habt mit Syrtis, wechselt doch zu Alsius, dann habt ihr Spaß, oder zu Ignis. Ihr müsst halt das Spiel ausgeglichener machen, wenn die Gegner alle kaum Chancen gegen euch haben, dann seid ihr selber schuld. Also wieso geht ihr auf mich los? Ihr könnt ja auch auf andere YouTuber losgehen, die nur Videos machen, wie sie angeben, wie sie gut spielen und so. Also bitte. Ich bin eigentlich der Unschuldigste, aber natürlich gehen die Leute gerne auf mich los, weil ich natürlich auch ein großes Regnum-Video-Arsenal habe, oder? Also, ja. Peinlich geht halt immer. Kann man nichts machen. Leute sind eigentlich immer wieder peinlich und deshalb, ja, tue ich es halt einfach ignorieren, so gut wie es geht. Mach mir da eigentlich keine Gedanken drüber. Über die anderen. Sind meine Gegner? Sollen sie halt leiden? Ich leide nicht. Ja. Auch wenn ich eben momentan nicht so viel zu tun habe, ich werde bald Level 60, weil ich Booster dann einsetze. Und ja, dann geht's auch. Aber jetzt gerade im Moment, bis so Level 50 mal, da setze ich keine Booster ein. Jo. Wahrscheinlich so mit Level 50 dann in der Warzone. Weil ich dann sowieso gut killen kann. Weil die meisten sind sowieso nicht Level 60. Also, ich weiß nicht, wie viele Level 60 es gibt. Einfach noch die Veteranen. Aber sonst kaum welche. Und, sonst. Es gibt einen einzigen Werwolf hier. Was sind denn die überall? Ah, oh, schon wieder ein Magnetenfarmer. Sind die langweilen so mega. Ständig müssen sie irgendwie Geld verdienen. Das sind Langweiler. Aber das gibt es ja nicht in jedem Online-Spiel, so Itemshop-Leute, die eigentlich gar nichts anderes machen, als ihr Geld zu verpulvern. Oder ihre Items zu verpulvern. Das ist ja nicht so motivierend. Deshalb nervt es mich immer, wenn die ganze Zeit hier herumfleuchen müssen. Weil die Magneten, die habe ich eingesammelt. Einmal 5 und einmal 6. Also einmal 5 und 6 mal 1 sozusagen. Und ja, es lohnt sich schon hier zu fahren.
Nur wegen der magnetischen Farbe hier. Sonst wäre ich im Südstrand. Aber dort findet man eigentlich kaum Magneten. Geht Erbsen, Bohnen und Linsen. Nee, ist nichts für mich. So, da oben haben wir noch einen. Aber es geht schon besser zum Leveln mit dem Jäger, der wird immer stärker. Auch wegen dem ja, Troll, Sklaven, kann ich jetzt eigentlich relativ gut lange Zeit farmen, bevor ich da heilen muss, mich ausruhen. Ja. Ja, man sollte schon mehr Erbsen und Bohnen essen oder Linsen. Aber ja, für Sportler ist es meistens nicht so gut, weil es Blähungen verursacht. Ich habe schon eine recht gute Verdauung. Es sind immer wieder viel Furzen. Da brauche ich nicht noch Bohnen und Erbsen. Und Linsen habe ich sowieso eigentlich kaum gegessen. Was ist das überhaupt? Kann man das essen? Ich bin Fleischesser, also wirklich Fleischesser wegen Proteinen und so, sonst bin ich eigentlich Veganer. Aber eben, ich brauche ab und zu einfach diese Stärkung, damit meine Muskeln natürlich wachsen können. Würde schon lieber eher wie Bruce Lee aussehen als wie Arnold Schwarzenegger, aber ja. Momentan geht es nicht anders wegen meinem Vater, der zwingt mich, Fleisch zu essen. Aber sonst bin ich kompletter Veganer. Also ich esse keine Eier, ich esse keine Milch, ich esse kein, ja. Was gibt's noch? Käse, nix esse ich mit tierischen Produkten. Außer Fleisch. Außer das gute Fleisch, das es in der Schweiz gibt. Ja, es gibt einfach zu gutes Fleisch in der Schweiz. Da kann man nicht weg. Fresskoma-Einkommen. Ja, da sind die Werwölfchen. Boost dich dann. Ich habe mal den Boost mitskillen können. Beweglichkeit. Ja, jetzt mache ich natürlich auch das Video wieder ein bisschen zu lange. Aber ein guter Statusbericht. Also es ist momentan echt nichts los. Deshalb mache ich jetzt auch nicht so gerne Videos davon. Aber ab und zu. Momentan ist halt Path of Exile. Voll neue Season und sowas. Oh. Okay. Ich habe gar nicht gesagt. Scheiße. Ja, dann kann ich gleich mal kurz mal schauen, wie viel hier los ist mit euch zusammen. Ja, alle AFK. Gut. Er geht immer wieder auf Erkundung, aber kommt immer wieder zurück. Das ist zu gefährlich. Momentan ist hier sehr viel los. Und die Imperial Castle habe ich auch mal verteidigt, bisschen, so gut es geht. Aber ja, es sind immer so 20, 30 Igen und 2, 3 Alsen. Das ist nicht gerade so vielversprechend für mich. Ja, also dann. Bis zum nächsten Video. Tschüss.